Fortnite ist das Spiel mit den ohne Zweifel besten Tänzen. Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Heute zeigen wir unsere Top 10 Fortnite-Tänze und ihre Ursprünge. Um auch in Zukunft die besten Videos nicht zu verpassen, abonniere uns und aktiviere die Glocke. In dieser Liste sehen wir uns einige unserer Lieblingstänze in Fortnite an, die ihren Ursprung im echten Leben haben. Nummer 10. Volksmusikfest. Dumm und dümmer. Jim Carrey war schon immer als Meister der körperbetonten Comedy bekannt. Doch selbst er hätte nicht gedacht, dass sein Volksmusiktanz aus Dumm und Dümmer von 1994 selbst 25 Jahre nach der Veröffentlichung des Films noch Erwähnung finden würde. Und doch ist es einer der wildesten und lustigsten Tänze in Fortnite. Und das sagt schon was aus. Hoffentlich schaffen wir es noch mehr von Carrys typischen Verrenkungen ins Spiel. Es stehen ohne Fragen viele zur Auswahl. Nummer 9. Jubelstimmung. Seinfeld. Seinfeld hat zwar nicht wirklich eine Handlung, aber es bleibt eine der kultigsten Sitcoms aller Zeit. In der vierten Staffel, in der Episode Die gestohlene Brieftasche, kehrt Elaine endlich aus ihrem Urlaub zurück. Sie und Jerry begrüßen sich daher mit den Armen in der Luft und hektisch tanzenden Füßen. Ja, das war die Geburt des Jubelstimmung-Emotes. Man kann ihn nur im Shop kaufen, kann ihn dann aber frei benutzen. Zum Beispiel, um die Wiederbelebung eines Freundes zu feiern oder die Freude auszudrücken, wenn man einen Feind in Stücke zerlegt hat. Macht Jerry und die Gang stolz. Nummer 8. Floss. Russell Horning alias The Backpack Kid. Dieser Tanz taucht in letzter Zeit überall auf. Floss sieht zwar leicht aus, aber die Bewegung ist schwerer nachzumachen, als man denkt. Der Tanz stammt zwar nicht von ihm, aber Russell Horning hat ihn berühmt gemacht. Er war zu sehen bei Katy Perrys Auftritt bei Saturday Night Live. Diesen Tanz deswegen bei Fortnite zu finden, ist nicht wirklich überraschend. Da man diesen Emote als Belohnung in Season 2 erhielt, wird man ihn eher selten finden. Nummer 7. Chicken. Arrested Development. He'll never stand up to the man. He's a chicken. A chicken. Co-co-co-co-co-co! Durch die gesamte Netflix-Serie Arrested Development hindurch verspottet Will Arnetts Charakter Gob gelegentlich Leute mit einem interessanten und bizarren Hühnertanz, der offensichtlich beleidigend sein soll. Einige der anderen Blues-Familienmitglieder haben davon ihre eigene Version, aber Gobs markante Bewegung hat es geschafft, in Fortnite aufzutauchen. Jetzt kannst du damit auch andere provozieren, indem du den Emote im Shop kaufst. Nummer 6. Dance Moves. Scrubs, die Anfänger. Seit Beginn von Fortnite gibt es darin Anspielungen und Easter Eggs. Einer der ersten Standard-Emotes ist Dance Moves. Wenn du Fan der Fernsehserie Scrubs bist, erkennst du ihn vielleicht. In der fünften Episode Mein kleiner Tollpatsch zeigt Turk seine besonderen Fähigkeiten zum Liedpoisten von Belle Biv DeVoe, um in die Krankenhausband aufgenommen zu werden. Seit die Episode ausgestrahlt wurde, hat so mancher versucht, das nachzumachen. Wir bleiben einfach beim Emote und ersparen uns die Peinlichkeit. Nummer 5. Tidy. Drop It Like It's Hot. Snoop Dogg featuring Pharrell. Drop it like it's hot, drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Es ist bereits beeindruckend, einen der populärsten Rap-Songs der Jahrtausendwende zu machen. Aber Snoop Dogg's und Pharrell Williams' Drop It Like It's Hot Video hat auch diese beliebte Tanzbewegung geboren. Und die ist zu einem echten Fortnite-Emote geworden. Sie ist sehr dezent, aber sofort erkennbar und eine willkommene Ergänzung im Spiel. Nummer 4. Orange Justice. Orange Shirt Kid. This is called the random. Als im April die Gewinner des Boogie Down Contests bekannt gegeben wurden, waren viele Fans verärgert, dass ein Beitrag nicht dabei war. Orange Shirt Kid.
Er wurde nicht einmal als einer der Zweitplatzierten erwähnt. Wie zu erwarten, äußerten Spieler lautstark ihre Unzufriedenheit und viele verlangten Gerechtigkeit für Orange Shirt Kid. Epic ignorierte das nicht und Orange Shirt Kids Tanz wurde in Fortnite in Season 4 als Belohnung für Stufe 26 eingebaut. Die Bewegung erinnert stark an Roy Purdys Beitrag zum Wettbewerb, aber Orange Shirt Kid wurde schnell zum Fortnite-Favoriten. Nummer 3. Ponyrit. Gangnam Style, Psy. Gangnam Style. Wer hätte diesen Tanz nicht erkannt, als er rauskam? Erreichte man in Season 2 von Fortnite Stufe 20, erhielt man den Emote Ponyrit. Offensichtlich ist an diesem Tanz mehr dran als nur Westernmusik. Erinnert sich noch jemand an das Internetphänomen Gangnam Style? Wir verstehen, wenn du es satt hast, das zu hören. Sogar Psy ist es leid. Das Lied und der Tanz sind jedoch inzwischen Internetgeschichte, die ein wenig Bewunderung verdient. Man sieht nicht allzu viele Spieler, die diesen Emote benutzen. Wenn man ihn aber sieht, erinnert uns das angenehm an etwas, das die Welt im Sturm erobert hat. Nummer 2. Groove Jam. Napoleon Dynamite. Wenn dir dieser Tanz vage bekannt vorkommt, hast du ihn vielleicht im Film namens Napoleon Dynamite gesehen. In einem der denkwürdigsten Momente dieses Films tanzt die Titelfigur, gespielt von John Hader, überraschend eindrucksvoll vor seiner Schule, um seinem Kumpel Petro zu helfen, Klassensprecher zu werden. In Season 4 von Fortnite wurde man mit diesem Tanz belohnt, erreichte man die Stufe 95. Und das Beste? Das Lied zum Tanz ähnelt im Film dem Song Kenneth Heat von Jamiroquai. Nummer 1. Fresh, der Prinz von Bel-Air. Fast 30 Jahre später und dieser Tanz zaubert immer noch ein Lächeln auf unsere Gesichter. In einigen Episoden von Der Prinz von Bel-Air legt Carlton Banks diesen Tanz aufs Parkett zum Song It's Not Unusual von Tom Jones. Der Tanz ist so berühmt, dass der Schauspieler Alfonso Ribeiro ihn in der 19. Staffel von Dancing with the Stars tanzte. Der Carlton-Tanz passt perfekt in das Spiel Fortnite. Spieler benutzen diesen Emote gerne, bevor sie in den Battle Bus steigen. Stimmst du unserer Auswahl zu? Für noch mehr Top 10, abonniere einfach WatchMojo Deutschland.